Hey Leute, hier ist Bobby Lieber aus der zukünftigen Heimat des LGBTQ+-Museums. Alle sind aufgeregt und verstehen sich total gut. Kann man das doch nicht machen? Das ist absoluter Schwachsinn. Es ist die Woche der Bisexualität und keiner hat das auch nur eines Wortes gewürdigt. Der Monat der lesbischen Geschichte war im März und dazu hat keiner irgendwas gesagt. Typisch, die Lesben kriegen einen Monat und wir nur eine Woche. Wie sieht's aus? Habt ihr uns nicht was mitzuteilen? Das kommt etwas unerwartet, aber wir führen so eine Art Dreierbeziehung. Ihr führt eine Dreierbeziehung? Ich sag euch mal, was heute fortschrittlich ist, allein zu sein. Ich liebe mein Leben, meine Freiheit, meine Unabhängigkeit. Das ist traurig. Dass ich keine Dreierbeziehung will? Ich will nicht mal eine Zweierbeziehung. Bobby, ich hatte Sex mit dem 65-Jährigen. Gott, ist der durchtrainiert. Ja, wie ein mit Steroiden getunter Dumbledore. Oh mein Gott, da ist Aaron. Er ist super heiß. Gays können so dämlich sein. Das ist wahr, aber wir waren klug genug, um uns als klug zu vermarkten. Auf unser kleines Geheimnis. Du hast jemanden kennengelernt? Ich glaube, ich bin nicht sein Typ. Er ist wie ein schwuler Tom Brady. Worauf stehst du? Auf diese muskulösen Hunks ohne eigene Meinung? Nein, ich stehe auf diese dürren Lappen, die einfach ununterbrochen reden. Er ist von dir bestimmt so eingeschüchtert wie du von ihm. Bereit für was auch immer. Ja, wann auch immer und was auch immer. Cool, was immer, wann immer. Gift vom tanzenden Michael Scott. Ein The Office Gift? Der Typ ist nicht schwul. Bitte, sei ehrlich zu mir. Du stehst auf diese Bros, diese muskulösen Idioten. Sie kämpfen. Magst du das? Hey. Ich kann auch so tough sein wie die. Oh, das gefällt dir, ne? Hey, was ist da los? Oh, alles cool. Mein Fehler. Happy Pride! Happy Pride! Ich muss jetzt zu einer Pride-Party und ihr seid schon zu alt für den Pool. Bitte geht. Die Leute werden das Museum boykottieren. Du kannst nicht sagen, dass Lincoln schwul war. Wenn wir das nicht tun, haben die heterosexuellen Terroristen gewonnen. Es gibt auch Trans-Terroristen. Caitlyn Jenner. Wir sind so verschieden. Du bist echt anstrengend. Ich hab's gern gechillt. Ich kann auch gechillt sein. Ein männlicher Mann. Was geht ab? Was geht ab? Alles klar. Ja, Alter, ich brauch Hilfe, Bro! Gib doch mir Hilfe! Was ist nur los mit dir? Ich war immer stolz, für mich selbst verantwortlich zu sein. Aber der Typ will mir nicht aus dem Kopf! Ihr seid beide der Popo-Pate, das ist das Problem. Popo-Tanz! Oh, Popo-Tanz! Schwuler Sex hat mehr Spaß gemacht, als es Heteros noch unangenehm war. Oh Gott, wisst ihr noch, wie das mit den Heteros früher war? Ja, das war noch Zeiten.